Hier gibt es kein Pam. Tatsächlich gibt es kein Pam, sondern erstmal gibt es ein anstrengendes Spiel. War sehr, sehr anstrengend auch zu schauen, dieses Spiel. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen noch, weil irgendwie hat man dann am Ende doch gehofft, aber eigentlich war man glücklich, dass Freiburg dann nicht doch das wahrscheinlich verdiente Siegtor gemacht hat. Liebe Eintracht, 4 Halbzeiten in diesem Jahr. Keine gute dabei, tatsächlich. Keine gute Halbzeit bis jetzt. Wenn man es positiv sehen will, ist die Eintracht eiskalt mittlerweile. Eine Torchance gefühlt, ein Tor, damit einen Punkt geholt. Freiburg sehr, sehr viele Halbchancen, nichts draus gemacht. Freiburg war auf jeden Fall griffiger als in Wolfsburg. Das heißt, Christian Streich hat Freiburg auf jeden Fall wieder in den Griff bekommen. Die sind unangenehm. Ich glaube, bei den Temperaturen gegen Freiburg zu spielen, es gibt angenehmere Aufgaben in der Bundesliga. Nichtsdestotrotz ist es möglich, liebe Eintracht, 3 Pässe hintereinander an den Mann zu bringen und vielleicht mal über 6, 7, 8, vielleicht sogar 10 Stationen den Ball zu haben. Das ist ja eigentlich was, was bei der Eintracht in den letzten Wochen und Monaten besser geworden ist, dass man den Ball hat, dass man eine Ruhe hat. Alles weg irgendwie. Irgendwie wirkte das wie eine Spielplatztruppe, die sich zum ersten Mal nach den Sommerferien wieder trifft und jeder sich erstmal wieder an den anderen gewöhnen muss. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, die Eintracht findet das schnell raus, weil Glasner hatte das ja nach dem Schalke-Spiel schon gesagt. Und ehrlich gesagt hat sich das 1:1 fortgesetzt. Und Freiburg hat halt dann doch in der einen oder anderen Situation mehr Qualität als Schalke, um das dann auszunutzen. Also von daher ist dieser Punkt glücklich und wichtig. Weil jetzt geht es nach München, da hat man dann zum ersten Mal jetzt dieses Jahr nichts zu verlieren. Da kann die Eintracht mal der Verein sein, der ähnlich wie Schalke es bei uns gemacht hat, einfach hinfährt und mal schaut. Aber dann, liebe Eintracht, liebe Spieler, lieber Trainer, liebe alle, liebe Fans, wir alle, ich auch, langsam müssen wir ins neue Jahr kommen. Weil Hertha wahrscheinlich dann auch irgendwas gemacht haben wird, in welche Richtung auch immer. Aber das Heimspiel gegen Hertha, ich rufe das jetzt schon zu einem wichtig, 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 wichtigen Spiel aus. Weil am Ende müssen wir dieses Spiel gewinnen. München ist jetzt Bonus am Wochenende, aber die Woche drauf. So geht's nicht weiter, tatsächlich. Ich bin jetzt hier mal der Matthias Sammer, ich bin der Mahner. Auch wenn wir jetzt 4 Punkte geholt haben aus 2 Spielen, eigentlich auf den ersten Blick super. Aber der zweite Blick ist tatsächlich eigentlich nicht zu übertreiben, aber ein bisschen katastrophal, tatsächlich. Die Mannschaft wirkt arg verunsichert. Nika wirkt mit sich beschäftigt. Kamada, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, hat er heute keinen einzigen Zweikampf gewonnen. Also es ist so ein bisschen Retro-Kamada, den wir eigentlich alle nicht mehr sehen wollen. Aber ich will wahrscheinlich auch niemanden jetzt komplett hier rausnehmen, weil am Ende war das nichts. Kann vielleicht auch ein bisschen am Gegner liegen, der besser geworden ist, der zu Hause spielt, der wirklich unangenehm ist, aber trotzdem. Selbst dann muss mehr kommen von der Eintracht und gerade was Ballsicherheit betrifft. Es kann nicht immer sein, dass Papa Rode irgendwann reinkommen muss, um das Spiel zu brechen. Das ist wieder passiert. Rode kam rein, plötzlich hatte die Eintracht ab und zu mal länger den Ball und am Ende tatsächlich mit ein bisschen Glück gewinnst du dieses Ding sogar noch. Aber das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen. Deswegen hat die Eintracht sich das maximale Glück jetzt für München aufgehoben. Also ganz habe ich es noch nicht aufgegeben, dass wir vielleicht auch da überraschen. Weil wie gesagt, jetzt haben wir nichts zu verlieren. Ansonsten weiß ich nicht, was ich zu diesem Spiel sagen soll. Ich bin froh, dass wir keine lange Folge darüber machen, weil ich will es einfach nur vergessen. Es war als Fan anstrengend, ich glaube, es war auch als Spieler anstrengend. Jetzt fahren wir nach München, da wird es auch anstrengend, wenn man im Stadion ist, weil man dann die ganzen Alphonse da ertragen muss, die einen volllabern. Aber ich werde es trotzdem mal auf mich nehmen und gucken, ob Lossner und ich diesmal länger als 15 Minuten im Stadion bleiben, ohne dann irgendwie in Gefahr zu laufen. In München, wo die Justiz ja sehr, sehr streng ist, verhaftet zu werden. Also, meine Freunde, kleines Pam, Pam, Pam Richtung Uli Hoeneß. Schreibt ihr in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel bewertet. Vielleicht wahrscheinlich besser als ich, weil es war noch sehr konfus. Ich habe keine Ahnung. Heute war es nicht La Bestia Blanca, heute war das eher harmlose schwarze Truppe. Danke. Das Problem ist, Leute, ich konnte mich nicht mal mit mir selber einigen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Habe ich auch noch einen? Thomas Zampach. Ja, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Struktur hier reinbringen, Boys. Jetzt wird's Vogelwild, Freunde. Okay, Leute. Ja. Hat leider nur ein Jahr in Frankfurt gespielt. Ich weiß, wen du meinst. Trainermäßig ist jetzt hier nicht unbedingt die Crème de la Crème immer gewesen.